In diesem würde ich mal den Doppelspalt erklären. Und der Doppelspalt ist jetzt erstmal ein Gitter quasi mit zwei Öffnungen. Und jetzt beim Doppelspalt-Experiment haben wir jetzt einmal eine Lichtquelle links, dann hier den Doppelspalt und dann rechts ein Schirm. Und jetzt die Frage beim Doppelspalt ist jetzt, wie verhält sich jetzt das Licht? Also wie geht das Licht jetzt durch den Doppelspalt und wie trifft es dann auf dem Schirm auf? Und das will ich jetzt eben mal erklären. Und zwar kann ich schon sagen, das Interessante, was man sehen kann, ist, es entsteht jetzt auf dem Schirm ein Interferenzmuster. Und das sieht so aus, dass wir jetzt hier in Rot dargestellt verschiedene Lichterscheinungen haben. Das heißt, hier gibt es eine intensive Lichterscheinung, dann hier und hier in Rot diese intensiven Licht- oder Leuchtung. Und dann das Interessante dazwischen, jetzt hier in Weiß, da sieht man, kommt gar kein Licht an, da gibt es kein Licht. Und das ist jetzt das sogenannte Interferenzmuster. Und jetzt die Frage, oder auch das Interessante, warum gibt es so ein Interferenzmuster? Weil man könnte sich jetzt erstmal vorstellen, das Logische, wenn man jetzt sich Licht als Teilchen vorstellt, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass jetzt durch diese Öffnung das Licht geradeaus durchgeht und hier auch geradeaus durchgeht, sodass man einfach nur zwei Lichtpunkte, zwei Lichtwellen erhalten würde und der Rest müsste dunkel sein. Das ist eben nicht so. Und um jetzt das Interferenzmuster zu verstehen, müssen wir uns jetzt das Licht eben als Welle vorstellen, jetzt hier mal dargestellt. Und zwar sind jetzt diese intensiven Lichterscheinungen nichts anderes als Interferenz von Wellen. Und jetzt, ich will jetzt nur kurz wiederholen, jetzt im anderen Video habe ich schon zu Interferenz mehr dazu gesagt, aber Interferenz ist jetzt, wir haben ja hier dann quasi vorgestellt, zwei Wellen, zwei Lichtwellen, die durch die Öffnung kommen. Und jetzt haben wir an diesen Punkten, an diesen einzelnen Punkten, auch die werden wir auch Maxima genannt, hier dazwischen, wo kein Licht ankommt, das sind die Minima. Und die Maxima, da gibt es konstruktive Interferenz. Und jetzt nur kurz mal wiederholt, konstruktive Interferenz heißt, wenn wir jetzt zwei Wellen, hier zwei Wellen haben, die jetzt einen Gangunterschied, wie gesagt, das gilt für Maxima, einen Gangunterschied von n mal Lambda haben. Jetzt hier sehen wir, die beiden Wellen sind geometrisch gleich lang, heißt, haben die gleiche Wellenlänge, heißt, Gangunterschied ist 0 mal Lambda. Und dann haben wir eben quasi zwei Wellen, die so aussehen. Und jetzt Interferenz überlagert, die Interferenz wäre jetzt so eine Welle, logisch, Wellenberg und Wellenberg überlagern sich zu einem größeren Wellenberg, dann Wellental, Wellental überlagert sich dazu. Das heißt, wir haben jetzt konstruktive Interferenz an dieser Stelle. Das gleiche auch hier oben oder hier, da haben wir jetzt, ich kann es mal anzeichnen, nehmen wir einfach mal diese Oberstelle an, dann müssen wir uns vorstellen, es geht einmal eine Welle von hier, von der unteren Öffnung bis nach hier oben und dann von hier bis nach hier oben. Jetzt sehen wir, dass die beiden Wellen nicht mehr gleich lang sind. Klar, geometrisch, diese Welle ist größer als die, das heißt, wir haben jetzt eine Differenz der Wellenlängen. Und zwar jetzt mit einer Delta Lambda, die Differenz der Wellenlänge, ist jetzt für dieses Maximum, für dieses zweite Maximum, 2 mal Lambda. Also 2 mal Lambda. Und jetzt wieder danach, wenn wir eine Differenz vom Gradzeichen Lambda haben, haben wir eine konstruktive Interferenz. Jetzt nur ganz kurz erklärt. Lambda, eine Wellenlänge, ist ja diese Strecke hier. Ist dann auch die gleiche Strecke wie von Wellenberg zu Wellenberg, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt zum Beispiel diese Welle um Lambda verschoben ist, dann sehe ich, der Wellenberg hier ist jetzt hier, es passiert nichts. Oder bei 2 Lambda, wenn ich mir vorstelle, der Wellenberg, der hier ist, das wäre in 2 Lambda verschoben, wäre jetzt hier. Also bei Gradzeichen Lambda als Gangunterschied, als Differenz, haben wir eben immer dieses Muster, immer überlagert, konstruktive Interferenz. Und an den Stellen, wo jetzt kein Licht ankommt, da haben wir destruktive Interferenz. Wie gesagt, jetzt nur kurz wiederholt, destruktive Differenz ist ja, wenn jetzt der Gangunterschied, wir sehen es, n minus 1,5 mal Lambda ist und dann hier die 1,5 Lambda, kann man sich vorstellen, 1,5 Lambda ist ja der Abstand von Wellenberg zu Wellental, dieser Abstand, beziehungsweise von hier bis nach hier. Und wenn wir jetzt vorstellen, diese Welle ist jetzt 1,5 Lambda verschoben, dann sehen wir, da hätten wir jetzt hier das Wellental, hier Wellenberg und dann überlagert ist 0, das gleiche der Wellenberg von, wer jetzt anstatt hier, wer hier, Wellenberg plus Wellental wäre immer 0, destruktive Interferenz, wäre eine Auslöschung, deswegen kommt hier kein Licht an. Deswegen, das ist halt Thema Interferenz, mehr dazu auch im anderen Video. Und das war jetzt der erste Teil des Videos, also wir wissen jetzt,
was Doppelspalte ist und wie es zu Interferenz kommt. Und bevor ich jetzt auf den zweiten Teil eingehe, möchte ich jetzt nochmal kurz noch ein kleines Detail erklären. Und zwar für die es noch ein bisschen genauer wissen wollen. Und zwar jetzt zu den einzelnen Interferenzen, Maxima. Und zwar haben wir auch gesagt, wir haben jetzt zwei Wellen, die sich jetzt überlagern. Und jetzt bei der Vorstellung machen viele den Fehler, dass sie jetzt denken, eine Welle bewegt sich jetzt sofort, dass quasi nur ein Punkt sich fortbewegt. Wie hier, ein Punkt bewegt sich von hier nach hier oder von hier nach hier. Das ist ja eben nicht so. Weil wenn man sich das so vorstellt, und zwar als Punkt, dass eine Welle quasi so aussieht, dass sie hier wie so ein Punkt dann sich bewegt und hier auftrifft, darf man nicht machen, weil dann müsste man sich ja in dem Fall vorstellen, dass, wenn der Schirm ungünstig liegt, die beiden Punkte zufälligerweise genau hier liegen können, bei Null. Also die bewegen sich so im Sinus, dass sie jetzt zufällig hier an der Nullstelle ankommen. Das bedeuten würde, die würden jetzt hier ankommen und dann Null, das wäre destruktiv, da würde ja kein Licht ankommen. So darf man sich es eben nicht vorstellen. Und zwar muss man sich vorstellen, dass an diesen Stellen, wo wir Maxima haben, dass quasi so eine ganze Welle gleichzeitig die ganze Zeit ankommt. Und das heißt, es gibt jetzt unendlich viele Punkte, die jetzt gleichzeitig hier auftreffen und eben nicht ein Wellenpunkt, der gerade hier liegt, sondern eben alle Punkte gleichzeitig. Deswegen, damit kann man auch erklären, dass dann diese Maxima entsteht. Jetzt zum zweiten Teil, und zwar, hier geht es ein bisschen ins Detail, hier jetzt im Prinzip das Gleiche wie gerade beschrieben, jetzt nur mit ein paar mathematischen Formeln und ein paar mathematischen Kenngrößen. Das ist auch für Klausuraufgaben wichtig. Ein paar Größen jetzt. Dieser Spaltabstand ist G, Spaltabstand. Dann der Abstand zwischen Doppelspalte und Schirm ist jetzt A. Dann der Abstand von hier bis zu uns Maxima, wir betrachten jetzt das dritte Maximum, ist jetzt Strecke X. Hier haben wir einen Winkel, wir haben jetzt ein Dreieck eingezeichnet, von hier bis zum dritten Maximum ist dann mit der Strecke H. Und jetzt kurz mal die Formel hergeleitet. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Und zwar sagt man jetzt, wir betrachten dieses Dreieck mit dem Winkel Alpha. Und jetzt zeichnen wir aus diesen beiden Öffnungen die beiden Wellen nach der Methode wie oben. Jetzt für dieses dritte Maximum haben wir eine Welle von hier ausgehend bis nach hier und von hier ausgehend bis nach hier. Und jetzt haben wir gesagt, zwischen diesen beiden Wellen gibt es einen Gangunterschied und den kann man jetzt grafisch näherungsweise zeichnen. Näherungsweise wäre jetzt der Gangunterschied diese kleine Strecke, weil wir können uns näherungsweise sagen, grafisch, dass die beiden Strahlen einfach parallel sein sollen. Ist nicht so, aber in echt ist auch der Spaltabstand kleiner und diese Strecke größer. Das heißt, sieht zwar nicht parallel aus, näherungsweise kann man sagen, dass diese beiden Strahlen parallel sind. Und wenn die jetzt parallel wären, dann ist ja genau dieser Abstand in diesem Dreieck, diese kleine Strecke, das wäre jetzt eben die Strecke, die untere Welle größer ist als die obere. Das wäre jetzt also Delta Lambda. Und jetzt für das dritte Maximum wäre jetzt Delta Lambda quasi dann wieder Maximum 3 mal Lambda. Und jetzt wichtig nur, ganz kurz nur, wir haben jetzt also dieses Dreieck und dieses Dreieck in Blau. Und jetzt kann man, ist mathematische Geometrie, kann man sagen, dass näherungsweise auch dieser Winkel Alpha ungefähr der gleiche Winkel ist wie hier dieser Winkel. Das wäre auch ungefähr Alpha. Und wenn das gilt, ist das auch nicht so wichtig, dann kann man nach dem Sinus herleiten, dass dann Sinus Alpha hier gleich dann x durch h ist, einfach gegenseitige Hypotenuse. Jetzt wieder h ist ungefähr genauso groß wie a, ungefähr. Und dann kann man ungefähr sagen, dass Sinus Alpha ungefähr x durch a ist, ungefähr x durch a. Dann dieses Dreieck jetzt nochmal genommen, da ist dann Sinus Alpha ungefähr Delta Lambda durch g, gegenseitige Hypotenuse, Delta Lambda durch g. Und jetzt, ich hoffe, man kann es einigermaßen verstehen, auch das, wenn nicht, ist auch nicht so wichtig. Jetzt sieht man nach diesem Ansatz, nach diesem geometrischen Ansatz, dass wenn das ungefähr gleich das und das ungefähr gleich das ist, ist ja auch dann Delta Lambda durch g ungefähr gleich x durch a, also dieser Ansatz. Und jetzt im letzten Schritt umgeformt nach Lambda, kommen wir auf diese Formel. Und zwar, je nachdem, was man betrachtet, wir betrachten jetzt hier Maxima. Maxima ist ja n mal Lambda-Gangunterschied. Das heißt, ich kann auch sagen, statt Delta Lambda sage ich direkt n mal Lambda durch g gleich x durch a.
und jetzt nach Landa umgestellt, einfach G hierhin durch N hierhin, erhalte ich G mal X durch N mal A und das dann mein Lambda. Und das ist jetzt eben so die entscheidende Formel, die auch eine Klausur manchmal braucht. Und damit können die die Wellenlänge bei Maxima berechnen. Zum Beispiel jetzt hier, drittes Maximum, wenn ich A die Strecke weiß, einsetzen, X diese Strecke weiß, hier einsetzen, drittes Maximum, N gleich 3 gesetzt, G, Sperrabstand muss ich wissen, dann könnte ich jetzt die Wellenlänge hier für dieses Maximum berechnen. Und nach gleichem Prinzip könnte ich die Wellenlängen für das zweite, erste Hauptmaximum berechnen. Oder in anderen Aufgaben ist man ja gefordert, dass die Wellenlänge schon bekannt ist und ihr könnt dann die Form umstellen und dann irgendwelche Größen wie die Strecke, den Sperrabstand berechnen. Manchmal müssen wir darauf achten, dass manchmal andere Größen verwendet werden. Statt x wird manchmal d verwendet, wie auch immer. Aber im Prinzip, diese Formel wird oft in Klausuren, braucht oft in Klausuren, könnte die einzelnen geometrischen Sachen noch und die einzelnen Daten noch ermitteln. Das jetzt mal noch ein paar Details dazu und das war es dann damit zu diesem Video.